Hallo und willkommen zurück bei Hardspace Shipbreaker. Und ich tue es schon wieder. Ja. Aber. Naja, schon irgendwie lustig, ne? Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge. Ich habe es in einer Folge habe ich gesagt. Ja, es wäre doch irgendwie. Ich nehme jetzt hier Hardspace Shipbreaker ein paar Folgen mehr auf. Weil ich gedacht habe. Good morning, Shipbreaker. Ja, denk du mal. The only peas permitted in the salvage yard are profit, processor, and potassium trifluoromethane sulfonate. Wir sind noch bei einem Schiff dran, ja, da machen wir auch weiter. Es ist für mich jetzt schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, weil ich so viel vorproduziert habe. Und ich gehe jetzt auch auf diese Folge, auf die Kommentare von Folge 11 bis 16 ein. Alright, kids. Aber diese Folge ist Folge 22, das heißt, es sind eigentlich noch ein paar Tage, bis diese Folge erscheint, aber ich konnte einfach nicht mehr warten, ich will unbedingt weiterspielen. Und ich meinte ja so, bevor der weiterlabert, habe ich jetzt gerade pausiert, aber ich meinte ja so, ja, ist ja besser so, wenn ich bei Dyson Sphäre dann eher nah genug an die Kommentare drauf gehe, als bei Hardship Shipbreaker. Aber das war eine Fehleinschätzung, denn tatsächlich sind bei Hardspace Shipbreaker viel mehr Kommentare als bei Dyson Sphäre. Deswegen, es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe keine Lust, einen ganzen Monat zu warten. Vielleicht muss ich den Rhythmus ändern, dass Hardspace Shipbreaker täglich kommt. Ja, wenn sie auf einmal täglich kommen, dann wisst ihr, habe ich es gerade entschieden. I want to try something. Back in the 21st century, some of the most successful leaders combined aspects of mysticism into their management style. We're gonna try something called yoga. We'll start with Steiner. Huh? What? I'm gonna turn off your suit control and you're gonna just focus on your breathing, okay? I'm in the middle of moving a fuel cell road. No. No! Okay, now breathe slowly. In through the nose. I'm drifting towards the furnace, Rhodes! Rhodes, I'm drifting! You're not listening, Lou. In through the nose now. It's hot! It's hot! And out through the mouth. No! Help! Clearly not a lot of leadership potential in you, Lou. Oh, God. Rose, you psychopath. Oh, shit. We'll try this again another time. When tempers aren't so high. Okay, wollt ihr die jetzt umbringen oder was? Der Typ ist, der hat sie echt nicht mehr alle, ne? So, ich muss aber jetzt erstmal hier so ein bisschen. Es kann nicht so schwer sein, das Ding hier rauszuheben. So, Treibstoff und so haben wir gemacht, weil der Reaktor ist ab. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich mich hier um die Düsen kümmern. Also sollte eigentlich kein Problem sein. Ach so, ja, Kommentare eingehen. Das ist so eine Sache. Arbeiten und Kommentare lesen kann ich leider nicht gleichzeitig machen. Reden wir einfach mal. Ich versuch's einfach. So, alle von D-Norm, bis ich was anderes sage. Ja, cool, genauso meinte ich das mit dem Schneidewerkzeugen. Also, da haben wir wahrscheinlich dann hier auf die Dings gewechselt. So, ja, so, sehr gut. Immer schön Verbinder nutzen. Das spart Zeit und Zeit ist Geld. Ja, machen wir jetzt ja auch regelmäßig. So, endlich geht's weiter, ja. War wahrscheinlich mal eine Pause zwischen den Folgen. Das kann natürlich immer mal vorkommen. So. Ja, die Permatod-Funktion haben ja mittlerweile viele Spiele. Aber das meinte ich nicht. Weil die Hintergrundgeschichte zuwider lief. Der böse Großkonzern. Der böse Großkonzern, dessen Sklave du bist, will ja, dass du seine Wiederbelebungsfunktion in Anspruch nimmst.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Credit applied. Und ich muss dir auch recht geben, das ist tatsächlich ein bisschen billig, ne? Dafür, dass hier alles so teuer ist, sich wiederzubeleben, ist da echt relativ billig. So, warte, ich muss gerade mal die kann weg. So, nächste Folge. So, krass, letzte Schicht. 8 Mios, sehr gut. Da fällt der Tod auch kaum ins Gewicht. Ja, da der Tod wirklich so billig ist, fällt wirklich nicht ins Gewicht. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das extra so gemacht wurde, dass der Tod nicht so viel kostet, dass es weniger frustrierend wirkt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht für viele das eher frustrierend gewirkt hat oder dass die Entwickler da Angst hatten, dass das dann nachher so ein Grund wird, dass denen das Spiel nicht gefällt. Aber genau weiß ich das natürlich auch nicht. Ist nur eine Vermutung. So. Selbst wenn sich ein Teil nicht durch den Verbinder in den Verarbeitungseinheit bewegt, kannst du es trotzdem getrost ignorieren. Erstmal und weiterarbeiten. Spätestens, wenn du ein zweites Teil in dieselbe Verarbeitung befördern willst, kannst du es einfach nochmal mit einem Verbinder versehen, glaube ich. Ja, das habe ich ja mittlerweile auch so umgesetzt. Und wir hatten ja auch einmal die Aktion, als ich ein bisschen schneller agiert habe, dass ich eine Sache, die war ja unterhalb, die musste ich ja dann im Nachhinein noch rechts richtig bewegen. Also in die Richtung habe ich ja schon mal was gemacht. Salvage deposit registered. Und mittlerweile achte ich da tatsächlich auch gar nicht mehr so drauf. So, die schneiden alle durch. So, das wird jetzt natürlich wieder hier so ein schönes Gewusel. Ja, oder unten raus, ja. Das kann sehr gut funktionieren. Sogar besser, als ich erwartet hätte. So. Das ist ja ein fieses Schiff. Du hast ja keine Schuld, denke ich. Das ist bestimmt so gewollt für Spieler, die bis hierhin ohne Tod durchs Spiel gekommen sind. Ach, das war bestimmt dieses Schiff mit diesen zwei riesen Treibstoffdingern. Es muss eine Möglichkeit geben. Jetzt haben wir eine Möglichkeit. Und das wären die Sprengladungen. Also ich bin davon überzeugt, dass es eigentlich immer eine Möglichkeit geben muss, wie es funktioniert, ohne zu sterben, bei allen Schiffen. Und vielleicht war es einfach nur zu früh für dieses Schiffstyp. Na, dass man wirklich die Sprengladung brauchte dafür. Da würde es dann natürlich mit der Sprengladung viel kaputt gehen, aber es wäre möglich. Aber es kann auch immer noch sein, dass ich was übersehen habe. Es klappt sogar eigentlich relativ gut, mit denen, die da rauszukicken. So. Lol, wie du selbst checkst, dass das mit den Verbindern zugucken kein Zeit spart. Cool. Ja. Ja gut, ich musste erstmal gucken, wie vertrauenswürdig die Verbinder sind, sagen wir es so. Oh, da habe ich mir aber eine Ecke ausgesucht. Aber ich bin überrascht, wie gut ich die da rausbekommen habe. Alle vor allem. So, ich finde Beenden der Schichten eigentlich besser, aber ich finde kürzere Folgen döver. Darauf hat Micha geantwortet, da stimme ich Dino voll zu. Okay. Also gucken wir mal, wie wir es dann am Ende machen. Ich habe mich nämlich selber trotzdem immer noch nicht entschieden. Ist das Ding lose? Ja. Das Ding ist lose. So, Sekunden. Einmal nächste Folge. Zack. Kannst du Schiffe nicht ganz einfach entlüften, indem du außen an der Hülle einfach nur Schlitz reinschneidest?
Kann direkt die nächste Folge machen, weil es war nur einer. Und das ist ja und nein. Bei so Wänden wie hier geht das. Hier kann ich einen Schlitz reinschneiden und zack, wär das Ding gelöst. Aber hier, die meisten Schiffe haben ja solche Wände, so Nanocarbon-Wände. Hier kann ich schneiden, wie ich will. Hier müsste ich Sprengladung anbringen. Die Sprengladung, die würden reinschneiden. Aber bei, wenn so Schmelzofen-Gegenstände sind, wie hier, hier kann ich natürlich in die Wand schneiden. Das stimmt. Warning. Fuel levels are low. Aber ich glaube, dass mit den Türöffnen ist immer noch die sicherste Methode, damit nichts kaputt geht. Hier haben wir sogar noch Strom drin, sehe ich gerade. Ah, wenn ich mich richtig erinnere, muss ich hier auch noch die Energie, die Sicherung rausnehmen. Hier ist zum Beispiel eine. Schubdüsentreibstoff. Aber kein zum Einsammeln. Kann aber sein, dass ich zum Einsammeln schon alles genommen habe. So, weiter im Text. Und das, um an das Gerüst in der Mitte zu kommen, kannst du ja vielleicht auch die Schiffshälfte mit Verbindern auseinanderziehen. Das geht nur, wenn keine Verbindungsstücke wie diese hier noch da sind. Dann kann man die auseinanderziehen. Ach scheiße, nicht schon wieder. Nicht aufgepasst, schneide ich hier die halbe Tür raus. Ja, die halbe Wand. So, wow, sehr gut. Sieht schon richtig professionell aus. Danke, danke. So, jetzt kommt's. Ah, hier ist noch einer. Huch. Aufpassen. Beim letzten Mal, als ich den rausschneiden wollte, ist der explodiert. Deswegen muss ich hier jetzt ein bisschen aufpassen. Ja! Okay. Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich nicht da reinschneiden würde. Aber da muss ich beim nächsten Mal mit. Hallo? Mit dem hier arbeiten. Was ich aber auch nicht verstehe, ich habe das schon öfter rausgeschnitten und es hat keine Probleme gemacht. Material accepted. Ah, wie viel ist jetzt kaputt gegangen? Der Treibstofftank, der ist natürlich schon ein bisschen was wert. Oh nö. Einen verschwendet. Passiert. Ist der hier lose? Wir werden sehen. Das hat natürlich die ganzen Halterungen weggesprengt. Die wichtige Frage ist, ist das Ding... Oh, das ist unbeschädigt. Das ist sehr viel wert. Wieso? Ach, das hängt noch an der Wand fest. Alter, wie das diese Kühlmittelleitung einfach so viel wert ist. Aber ich kann die doch anders gar nicht da rausholen. So, das ist alles Schmelzofen. Salvage deposited. Applying credit to account. Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil. Die Frage ist, ob es vielleicht sinnvoller wäre, erst den Strom zu kappen. Ich habe tatsächlich aber keinen Schaden bekommen von dem Feuer. Da bin ich ein bisschen überrascht. Okay, da war noch eine Tür. So, wenn die Lichter aus sind... alt. Ja, Discord kann ich diesmal leider nicht beenden. Weil, kommt nachher noch ein Treffen und dann muss ich immer so ein bisschen Kontakt sein. Nicht, dass die alle auf mich warten und ich krieg's nicht mit. So.
Wenn ich das richtig gesehen habe, bekommst du jetzt sogar mehr Verbinder für das gleiche Geld. Vorher waren es 20 für 19 und jetzt sind es 30 für 18. Upgraden lohnt sich. Kann aber auch sein, dass das daran lag, weil ich vielleicht noch ein paar mehr übrig hatte. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich an der Sicherung vorbeigeflogen bin. Den darf ich nicht entnehmen, solange wir ja noch Strom drauf haben. Wo ist denn das Teil überhaupt? Also hier haben zwei Energiezellen. Es ist immer noch Strom drauf. Da geht's nach außen. Hä, wo ist das Stromding? Also ich habe hier eine Sicherung entfernt. Da hinten ist keine. Ach, hier oben drauf ist das Stromding. Alles klar. One minute left, Cutter. If you got something cooking, now's the time to plate it. Hier sind bring it zwei. To the table. So, nice Sicherung. Can't wait to get that old beauty up and running. So, Sicherung gesammelt. So, damit hätten wir hier drei Sicherungen. Und das müssten alle Sicherungen gewesen sein. Hier ist jetzt grün. Er hat drei Leuchten, die grün sind. Das heißt, den müsste ich jetzt entfernen können. Ohne, dass es Probleme gibt. Aber wir haben jetzt eh keine Zeit mehr, deswegen warten wir. Wir holen eh erst die Außenwände. Demontieren wir. So. Können wir direkt nächste Folge hier für die Kommentare. Ja, sehr schön spannend. Ey, du hast die E-Mail nicht runtergescrollt. Jetzt die Frage, welche E-Mail das war. Du hast doch neue Poster. Verteil doch mal ein paar über dem Bett. Können drei hängen, wenn du willst. Alles klar, dann gucken wir mal. Und damit hätte ich die Kommentare, die bis jetzt alle da sind, gemacht. Good morning, shipbreaker. Please enjoy the following inspirational message. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you do, you will be successful. Gucken wir mal, was wir alles hier haben. Okay, das waren alle, die wir haben. Was, machen wir es mal so. So, welche E-Mail waren das jetzt? Ja gut, ich scroll nicht alle E-Mails runter, weil viele von diesen E-Mails sind halt Sachen, die wir beim Dings haben. Hallo? Hör auf zu laggen. Manchmal ist er zu schnell, dann bleibt er hängen. Man muss halt immer pausieren, wenn man jetzt lesen will, ne? Aber ich will jetzt natürlich auch nicht hier die ganze Zeit damit verbringen. Und weil ich nicht weiß, welche E-Mail gemeint war, müssen wir jetzt halt alle durchgehen, ne? Alter, wie viele sind denn das noch? Das sind ja mehr, als ich erwartet hätte. Ach, scheiße. Ja gut, das sind alles so Neulingsdinger. Übertragungen. Ja gut, hier kommen jetzt diese Abwrackhandbuch. Das sind die, die wir alle gekriegt haben und am Aufstehen. Und die habe ich mir eigentlich, glaube ich, immer alle angeguckt. Was brauche ich eigentlich noch für unser Schiffsdoktor?
Hi, it looks like you're trying to operate on your ship. Would you like help with that? Kühlkörper und Stangen. Aber gut, wir gucken natürlich trotzdem erstmal nach unseren Werkzeugen. So. Upgraden machen wir erst, wenn das Schiff durch ist, ne? Haben wir ja schon mal gesagt. Und nächste Schicht. Also wir machen jetzt, ja, nächste Schicht, ja, nochmal 15 Minuten, dann sind wir bei 35 Minuten. Alles klar, machen wir. Also mache ich das jetzt immer so, die Schicht zu beenden. Bei Tutorial-Sachen, wo unbegrenzt Zeit ist, ist wieder was anderes. Scheiße, ich wollte was trinken. So. Want to tell you something I was told early in my career. You can patch a mistake, but the mistake's still there. Just covered up. The only way to truly fix a mistake is to not allow it to happen in the first place. I hope you're taking that in. You can't truly fix a mistake, so let's just avoid them to begin with. Okay? No mistakes. Go get 'em, kid. Keine Mistakes. Ist ein sehr guter Rat. Ich bin beeindruckt. Bin ich nie drauf gekommen. Hier ist ein bisschen tricky zum Schneiden. Bloß nicht die Dings zerschneiden. Das ist nämlich sehr viel wert, diese Teile. So, damit wären die, glaube ich, komplett lose. Und ich kann dieses Teil komplett da reinziehen, ne? So, du gehst da runter. Du gehst da rein. Du gehst da runter. Und du wieder da rein. Ich habe eine Tür zerstört. Passiert. Jetzt holen wir die ganzen Außenteile, schneiden wir jetzt ab. Ne, also wir holen jetzt die Außenwände hier raus. Oh shit, dann habe ich mal wieder zu viel geschnibbelt. Oben sind keine tatsächlich. Da kann ich durch die Wand schneiden, also machen wir es nicht darum. So, jetzt die unten. So, jetzt müssten theoretisch hier die Sachen komplett lose sein. Werden wir mal austesten, ob ich die auseinanderreißen kann. Kann sein, dass sie noch festhängen irgendwo. Okay. Es funktioniert. Sogar besser, als ich erwartet hätte. So, du gehst erstmal da rein, bevor du mir zu weit wegfliegst. So, jetzt müssen wir die Lichter da noch rausziehen. Na komm schon. Aim das Licht. Ich konnte zumindest ein Licht retten. Salvage registered. Transferring credits. So.
dich müssen wir mal nach oben abstoßen. Oh, was ist denn mit dem los? Ja, du kannst schon mal da reingehen. Du kannst eigentlich auch schon mal hinterher. Ja, ein Licht ist zerstört worden, klar. So, du kannst auch schon mal da rein. Du kannst hinterher. So, du gehst noch mal ein bisschen höher. Du gehst da rein. Tether supplies dropping. So, den müsste ich jetzt so lösen können. Was fliegt hier noch rum? Gerüst. Okay. So, dann müssen wir jetzt den ganzen Innenkram da rausholen. Das schneiden wir am besten hier mal raus. Ups. Salvage destroyed. Please avoid damaging valuables. Object processed. Transferring credits. Das Ding ist schwer. Molen ist mit Verbindern, wird's rausgerissen. So, und weg mit dir. So, Schmelzofen, der ganze Innenraum ist eh Schmelzofen. Credits awarded. Alles, was Schmelzofen ist, lassen wir natürlich dann auch so. Da drin. Jetzt zum Beispiel mit dem Tisch. Gut, du fliegst weg. Ich habe mich aus Versehen zerschnitten. So, hier können wir mal die andere Seite rein durchschneiden. Hier ist immer noch Strom drauf, sehe ich gerade. Wegen den Energiezellen. Wie gesagt, hier ist alles Schmelzofen. Sechs Minuten. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Schiff wegschaffen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Der Innenleben dauert natürlich ein bisschen was, ist aber auch sehr viel wert immer. So. Ach, das ist noch mehr.
Ich habe gedacht, er nimmt den komplett. So, andere Seite. Ach, das sind auch mehrere. So. Ja, diesen ganzen Kleinkram, der kostet halt nämlich unnormal viel Zeit. Aber der bringt auch sehr viel Kohle. So, dann gehen wir jetzt durch in den anderen Raum, machen da die Dings weg. Die Außenhöhlen, damit das ein bisschen schneller geht. Zack, 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 zack. Alright. You got 5 minutes left to do this. Ja, bin dabei. We're gonna turn the lights out on you. You're out. Ich habe irgendein Gerüst zerstört, passiert. Gut, bei denen muss ich immer noch aufpassen. Auf keinen Fall so. Okay. Das war knapp. Jetzt zerstöre ich vielleicht eine Lampe. Was soll's. Ich weiß nämlich nicht, wenn ich jetzt nicht fertig bin, ob es sich nochmal lohnt reinzugehen. Wisst ihr? Weil immer diese gefährlichen. Luftschleusen. Ich glaube, ich habe alles. Hier ist noch eine, da ist noch eine. Da ist noch eine. Und da oben. Okay. Also, wir haben einmal hier. Hier. Da. Und da hinten. Noch 3 Minuten. Gut. Hau ab. So. Oh, das war so ein lockerer. Shit. Oh, fuck. Ich dachte, das wäre hier so ein ganzes Teil. Hab ich mich getäuscht? Die Lampen ignoriere ich jetzt einfach. Die sind mir gerade egal. Weil es lohnt sich auf jeden Fall nicht nochmal hier mit reinzugehen. Object accepted for processing. Credits deposited. Caution. Shit. Depleted. Das hat mir jetzt noch gerade noch gefehlt. So, jetzt bin ich ein bisschen unter Zeitdruck. So, du da. Du da. Du. Da. Credits awarded. Da. Du. Da. Du. Da. Du. Da. Salvage deposit registered. Account credited. Salvage goal achieved. Rewards allocated. Du, da. Object processed. Transferring credits. Salvage deposit secured. Credits awarded. Da ist noch Zeug drin, ich weiß. That's 1 minute left, Cutter. You're in the middle of something. It's now on time to skedaddle.
Salvage secured. Ich weiß nicht, ob mehr Teller die Dinger schneller machen. Valuable object processed. Credits deposited. Deposit accepted. So, der ist noch rein, der nicht. Da ist jetzt natürlich auch vieles kaputt gegangen, weil da war nämlich noch sehr viel drin. Den werden wir auch nicht mehr schaffen, den. Aber es lohnt sich nicht, nochmal reinzugehen für die Nummer 7. Schade. Naja. Boah, aber auch fast 8 Millionen, ne? Ja, ist schade für die Nummer 7. Da noch ein paar Punkte, aber es ist, wie es ist. Und damit würde ich auch... Na, warte, wir gehen rein. Eine Folge beenden immer erst drin, nicht so im Screen, weil es kann ja sein, dass jetzt irgendeiner wieder labert. Good morning, Cutter. It's time to begin your work day. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!